Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die The Shadow Self Box von Taya. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. The Shadow Self von Taya, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das sechste Album von Taya. Wir haben hier eine quadratische Box in so einem, ja, mehr oder weniger Würfelformat. Auf der Oberseite haben wir hier einmal die Interpretin abgebildet, vor einem weißen Hintergrund mit einem mächtigen Schatten dahinter. Taya Schriftzug hier in Grau und dann lesen wir hier noch The Shadow Self auf so einem Rahmen. Also sie selbst ist hier inmitten von seinem schwarzen Rahmen platziert und es sieht fast so aus, als würde sich irgendwie etwas, ja, fürchten oder hätte Angst vor dem, was ihr da gerade entgegentritt. Auf jeden Fall ein ziemlich heftiges Cover. Auf der Seite in weiß, dann hier rechts nochmal Interpret plus Albumtitel. Oben wieder weiß und links dann wieder Taya The Shadow Self, allerdings hier in schwarz-weiß, hier ja komplett in schwarz. Also dieses Farbenspiel, diese Dualität so von schwarz und weiß spielt auf jeden Fall schon mal eine große Rolle, rein so vom Artwork her. Auf der Unterseite haben wir hier so einen Aufkleber. Das kommt dann hier zum Vorschein. Auch nochmal Taya. Also die Box rundum hier gestaltet. Und dann schauen wir uns noch einmal kurz hier diesen Infozettel an, der hier auf die Unterseite geklebt war. Und zwar haben wir hier einmal den gesamten Boxinhalt veranschaulicht. Und dann haben wir hier noch die Infos. Also einmal zum Album. Hier haben wir die Tracklist. Zu der kommen wir dann eh noch. Dann haben wir eine Bonus-DVD und darunter lesen wir dann A Limited Box Set. So, hier ist eine riesen Menge drin und zwar haben wir hier CD, DVD, 7-Inch Vinyl plus CD von No Bitter End, dann 7-Inch Vinyl plus CD von Innocence, Picture Frame, also ein Bilderrahmen, drei Postkarten, ein Poster, ein T-Shirt in Größe L. Ja, das klingt auf jeden Fall gewaltig. Dann hier die Beteiligten, das Ganze erschienen über Ear Music. Und dann haben wir noch einen Barcode. Gut, nachdem wir das alles zur Kenntnis genommen haben, würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, von innen der Deckel in weiß. Und dann kommt uns als erstes schon das Shirt entgegen. Dann haben wir hier das Album an sich, inklusive DVD. Dann die drei Postkarten. 7-Inch Vinyl Nummer 1. Und Nummer 2, also Innocence und No Bitter End. Dann haben wir hier so einen Karton. Ich gehe mal davon aus, dass hier der Bilderrahmen drin ist. Und ein Poster kommt hier auch noch zum Vorschein. Also, das alles hier drin. Von innen in weiß. Wie gesagt, Form der Box so würfelähnlich. Packen wir mal zur Seite den Karton. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. Der Rest, der kann derweil hier mal zur Seite. Und dann schauen wir uns das mal an. Also, das ist das Album, das Cover ident mit dem von der Box. Auf der Seite in weiß, beziehungsweise nein, wenn man es ins Licht hält, man sieht es, ja genau, hier ist sehr schwer zu lesen, aber doch, man liest dann hier Taya, The Shadow Self und oben noch das Logo von Ear Music. Darunter noch die Katalognummer, da echt schwer zu sehen, hier so weiß auf weiß, also so eine Hochglanzschrift, die hier im Licht zum Vorschein kommt. Auf der Rückseite in schwarz mit dieser Hand von der Künstlerin, oben rechts der Barcode und auch hier, ich hoffe man kann das hier halbwegs erkennen, hier haben wir auch die gesamten Infos in dieser Glanzoptik, die wirklich nur im Licht sichtbar wird. Also hier die gesamte Tracklist plus die Infos. Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir das im Booklet nochmal besser haben, weil es ist echt schwer bis unmöglich hier in der Kamera entsprechend zu zeigen. Deswegen schauen wir mal ins Booklet. So, hier geht das los. Hier haben wir wieder die Künstlerin und dann kommen wir mal zum... Ach du Scheiße, okay. Also auch hier im Booklet hat man tatsächlich, boah, alles in dieser Optik gehalten. Wir haben hier auf der ersten Seite komplett die Credits zum Album. Zweite Seite ebenso.
Ja, und wenn ich das jetzt richtig deute, hier haben wir dann zum Beispiel den Track Demons in You oder auch Innocence. Bedeutet, die gesamten Lyrics sind hier abgedruckt in dieser Weiß-auf-Weiß-Optik. Das ist echt heftig. Also wie gesagt, man kann es leider echt nur halbwegs hier sichtbar machen, wenn man es ins Licht hält, wenn es reflektiert. Ansonsten hier mehr oder weniger unsichtbar. Dann Fotos von Taya. Ah ja, okay, jetzt wird das Ganze schon eher hellgrau. Bedeutet, wir haben dann wahrscheinlich auch hier so einen Farbverlauf. Weitere Fotos. Also ein sehr aufwendig gestaltetes Booklet, aber von der Sichtbarkeit bzw. von der Lesbarkeit leider echt schwierig das Ganze. Aber ja, passend zu diesem Albumtitel und zu diesem ganzen Thema, zu diesem Artwork, hat man das hier umgesetzt. So sieht das aus. Zum Abschluss nochmal ein Foto. Und das war's zum Booklet. Also, wir haben hier auf diesem Album 11 Tracks. Dann geht's hier weiter. Hier auch nochmal diese weiße Hochglanz-Optik. Dann hier ein Foto. Auch hier überall diese Details eingearbeitet. Und hier haben wir dann einmal die CD. Das ist die hier. Auch wieder komplett mit diesen Lichtelementen hier gespielt. Die ist sogar schwarz, die CD. Sehr schön. Und dann haben wir die DVD. Hier haben wir einen FSK 0. Ups, falsch rum. So, einen FSK 0 Hinweis. Und diese DVD in schwarz, aber auf der Rückseite regulär in Silber. Gut, also CD und DVD hier mit drin. Booklet packen wir wieder in die Tasche. Das zum Album im Digipack. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Das sieht so aus. Wir haben hier auch wieder Taya abgebildet mit diesen schwarzen Augen, also den schwarz angestrichenen, geschminkten Augen. Und darunter dann der Schriftzug Taya. Auch hier wieder dieser Metallrahmen hier. Ich schätze mal, der ist animiert rund um sie. Das Poster im Hochformat und einseitig bedruckt, Rückseite weiß. Packen wir wieder zusammen. So, dann kommen wir zum nächsten Inhalt. Der kommt hier in einem Karton. Und nachdem wir noch einiges vor uns haben, kann ich euch sagen, das wird ein eher langes Unboxing. So, hier in diesem Karton befindet sich eine Luftpolsterfolie. Und in dieser Luftpolsterfolie dann der angekündigte Bilderrahmen, wenn er denn rauskommt. Gar nicht so einfach, den hier rauszuholen aus diesem Luftpolster. So, aber jetzt. So sieht er aus. Also auch hier in dieser schwarz- und grauen Optik und sogar hier am Bilderrahmen hat man diese Glanzelemente mit eingearbeitet. Auf der Rückseite klassischer Bilderrahmen, ihr kennt das. Wir machen die hier dann alle zur Seite. Und dann können wir hier, wenn wir wollen, den rausmachen, den Rückteil hier. Und dann haben wir hier Platz. Das natürlich dann auch noch entfernen. Dann kann man hier ein Bild reinmachen und dann entsprechend wieder den Bilderrahmen schließen, die Haken hier reindrehen, also diese Verschlüsse. Und dann hat man hier wunderbar einen Bilderrahmen. Und wir haben ja auch, genau, wo haben wir es? Hier. Drei Bilder passen dabei, bedeutet, man kann das dann hier wirklich kombinieren. Und hier dann, lege ich jetzt nur mal so rein, entsprechend Taya in diesen Bilderrahmen reinpacken. Oder natürlich, ihr entscheidet euch für ein privates Foto von euch. So, die sind hier zur Auswahl, drei Stück. Alle drei zeigen die Künstlerin und alle drei haben wieder diese Rahmenoptik hier in verschiedenen Ausführungen. Auf der Rückseite blank-weiß, also dreimal diese Kunstdrucke hier im quadratischen Format. Passend zu dem Format des Bilderrahmens. So, Luftpolster kann auch weg. Dann haben wir zusätzlich noch Tonträger. Also wir haben nicht nur das Album mit den 11 Tracks, sondern wir haben hier dann auch noch zusätzlich Singles bzw. 7-Inch Vinyls. Die erste nennt sich hier No Bitter End. Auch hier wieder die Künstlerin abgebildet. So sieht das aus. Ups, da kommt schon was raus. Auf der Rückseite zwei Tracks hier mit drauf. Einmal No Bitter End Videoclip-Version und einmal House of Wax Mond
Monomix. Okay. Na, dann schauen wir mal rein. So, als erstes haben wir hier die Infos zu den beiden Tracks. Die gesamten Credits. Okay. Dann haben wir hier zusätzlich auch noch eine CD. Okay, damit hätte ich jetzt nicht so wirklich gerechnet. Hier auch wieder diese Weißoptik. Hier kann man es erkennen. Die beiden Tracks aufgeschrieben. Hat hier dann so einen kleinen schwarzen Kunststoffteil in der Mitte. Und hier lässt sich das gut ranmachen. Und dann haben wir hier auch noch die Vinyl. Das ist die 7-Inch Vinyl. Ein Track auf der A-Seite, No Bitter End. Und dann haben wir hier auf der B-Seite House of Wax. Also zwei Tracks hier auf dieser 7-Inch Vinyl. Plus wir haben auch die Möglichkeit, das Ganze natürlich hier auf der CD abzuspielen. Und genau so eine 7-Inch Vinyl Variante haben wir auch noch ein zweites Mal. Die sieht so aus. Innocence kommt ja auch wieder in einem eigenen Cover, in einem eigenen Digipack. Gatefold. Gatefold ist das. So sieht das aus. Die Tracklist, die Credits und auch hier wieder die CD mit dabei. Schauen wir uns an. In dieser weißen Optik hier. Und auch hier wieder mit diesem Kunststoffteil in der Mitte. Da kann man das wunderbar draufdrücken. Und dann haben wir die Vinyl. Die sieht so aus. Das ist die A-Seite. Und das dann die B-Seite. Also die Vinyls klassisch in schwarz gehalten mit weißem Mittelteil. Packen wir wieder zurück. Und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt. War eh schon eine Menge und es kommt noch was. Und zwar haben wir hier noch ein Shirt mit dabei. Ein Shirt in schwarz. Hier mittig im Brustbereich der Schriftzug Tarja. Auf der Rückseite gibt es hier sonst nichts weiter zu sehen. Also die Rückseite komplett in schwarz. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gilden Softstyle in der Größe L. Das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann haben wir die beiden 7-Inch Vinyls inklusive der CDs. Die Vinyls kommen hier jeweils mit zwei Tracks A- und B-Seite. Ebenso die CDs mit zwei Tracks kommen hier in diesen kleinen Gatefolds. Dann haben wir den Bilderrahmen mit dieser Glasscheibe hier drin. Da kann man dann zum Beispiel einen dieser drei Kunstdrucke reinmachen. Die haben wir dreimal hier mit dabei, quadratisch. Das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Und natürlich das Album an sich, The Shadow Self von Tarja, in diesem Digipack mit insgesamt 11 Tracks und zusätzlich auch noch eine DVD. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, The Shadow Self von Tarja. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Tarja unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.